So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster-Opening. Und ich habe noch was ganz Spezielles rausgesucht. Und zwar Modern Horizons 2 15-Card Collector Booster. Ja, Collector Booster damals, der richtig, richtig heiße Shit. Und ja, gucken wir uns noch an, was wir haben. All Foil Modern Horizons 2. Das war beliebt. Wir haben einen Marble Gargoyle. 3 Mana 2-2 fliegend für ein weißes Mana kriegt er plus 0 plus 1. Genau wegen solchen Karten bei Modern Horizons 2 beliebt. Tezzeros Charger, 3 Mana 3-2 mit Escape. Wir können 5 Mana und 5 Karten aus dem Friedhof wechseln, die das im Friedhof casten. Und wenn der Escape wird, kriegt er entweder eine plus 1 zu 1 Marke oder einen Fliegen-Counter. Die einzige Karte mit Escape, beziehungsweise ja, die einzige Karte mit Escape in diesem ganzen Set. Hauptsache, sie haben nochmal Escape wiedergebracht. Sehr cool. Tangle Pool Bridge kommt getappt ins Spiel. Unzerstörbar. Tappen für ein grünes oder blaues Artefaktland. Break Ties. Ein weißes, zwei farblose. Wir zerstören Artefakt oder Verzauberung oder exilieren eine Karte aus dem Friedhof. Und für ein weißes können wir den reinforcen. Oh, Kraven Ranger in Foil. Schön. Ein Mana 1-1 und wir können Forest Zug auf die Hand nehmen und eine Kreatur enttappen. Können wir nur eine Mal pro Runde machen. Lanced Lasotap Chancellor, 2 Mana 1-3. Immer wenn man eine Karte abwirft, kann man 1 Mana bezahlen. Wenn man das macht, macht man am Mass 2. Stark. Oh ja, das ist dieses altberühmte Edged Foiling hier drin, was nicht so geil war und sehr dunkel. Und diese Länder sind immer noch super hübsch. Und wir haben ein What? Misty Rainforest in Full Art. Wir können den für 1 Mana tappen, opfern, unser Deck nach einer Insel oder Forest durchsuchen und sie ins Spielfeld bringen und unser Deck mischen. Krass, geil. Das wollte man. Faithless Salvage. 2 Mana, wir werfen eine Karte ab und ziehen dann eine Karte mit Rebound. Mishra's Factory, auch sehr, sehr schön. Tappen für ein farbloses. 1 Mana, der wird zum 2-2 Assembly Worker. Bis zum Ende des Zuges immer noch ein Land. Und tappen in Assembly Worker kriegt plus 1 zum Ende des Zuges. Richtig cooles Artwork. Was? Das sieht komisch aus. Seht ihr das? Ne, seht ihr nicht. Das ist richtig komisches Foiling. Mein Collapse sieht aus, als wäre es doppelt drüber gedruckt worden. Für 4 Mana. Und wenn es euer Zug ist, könnt ihr einen Mountain opfern, statt die Mana-Kosten bezahlen, für 5 Schaden an einer Kreatur oder einem Planeswalker zu. Okay. Magmatic Sinkhole in. Ist das Rainbow Foil? Oder ist das Edged Foil? Das sieht für mich nach Rainbow Foil aus. 6 Mana mit Delph. Wir fliegen 5 Schaden auf eine Kreatur im Planeswalker zu. Krass. Superschön. Superschön. Dann haben wir. Ah ja, genau. Hier ist Edge voll. Der Unterschied ist direkt da. Ihr seht hier unten diesen Stern. Das Ding ist voll. Ornithopter of Paradise. 2 Mana 0-2. Fliegen, tappen für Mana-Blieger-Farbe. Sissei Weatherrack Captain, 3 Mana 2-2, legendäre Kreatur, kriegt +1/+1 für jede Farbe unter legendären Permanenten, die man kontrolliert. Und für 5 Mana können wir unser Deck nach einer legendären Permanente durchsuchen, mit Mana-Kosten leicht der Stärke und können sie ins Spielfeld bringen. Ja, das hätte auch was Cooles sein können. Dann haben wir noch einen Ignoble Hierarch in Rainbow Foil, 1 Mana 0-1 Exalted, tappen für ein schwarzes, grünes oder rotes. Und Scribble und Bird. Ich bin trotzdem zufrieden, ich hoffe ihr auch und habt einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexate. Ciao, ciao.